Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Zuschauer, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Das wird hier hoffentlich eine richtig spannende Partie. Und damit herzlich willkommen, Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann führen Sie heute durch das Spiel. Heute erwartet uns das Spiel VfL Bochum gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Jetzt der Schuss. Latte, aber die Chance lebt noch. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Riesenaktion, hält diesen Ball, verhindert erstmal den Rückstand. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Super Einsatz, er holt den Ball. Das frühe Stören jetzt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sam. Lucia. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich... Schießt er ihn rein! Sie hatten Bedarf im Mittelfeld, ohne Frage. Und sind jetzt auch tätig geworden. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Das ist schon überraschend, dass er heute ran darf. Das kann aber aufgehen. Er wird sich zeigen wollen und garantiert Vollgas geben. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Danilo Soares. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Guter Pass. Tolles Zuspiel. Schöne Aktion. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Lucia. Robbie Cruz. Kutadua. Super dazwischen gegangen. Schönes Zuspiel. Hereingabe. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. So, Ecke kommt. Zuck. Er nimmt ihm den Ball ab. Sam! Entfernung war zu groß. Kein Problem für den Torhüter. Schön geklärt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Phänomenal! Ohne Worte! So kann man auf jeden Fall mal starten. Gleich im ersten Spiel trifft er. Spätestens jetzt dürfen alle von diesem Transfer überzeugt sein. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lee Chung-Yong. Lucia. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Der Ball kommt rein.
Jetzt ist der Ball weg. Jetzt kann er flanken. Super Aktion, gut geklärt. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Chiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen... Sam! Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Ratek. Und jetzt geht's hier weiter. Lucia. Lee Chung-Yong. Robbie Cruz. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gut aufgepasst. Das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Hinterseher. Da trennt er ihn fair vom Ball. Macht er ihn. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Ihnen fehlt ein Tor, aber jetzt Eckball. Die Ecke kommt rein. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Halbzeit. Und damit hat der neue Mann jetzt die ersten. Klasse Zuspiel. Klasse gemacht. Er schießt. Das war knapp. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Eisfeld. Da kommt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Lange Flanke jetzt. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt hat er den Ball. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Es gibt Einwurf. Zuck. Klasse Pass. Oh mein Haar, hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Jetzt gibt es den Wechsel und der Trainer versucht nochmal was. Vielleicht können sie ja mit dem neuen Mann in Führung gehen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Super dazwischen gegangen. Da haben sie jetzt Platz. Und er gewinnt den Zweikampf. Lucia. Eisfeld. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Schuss! Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Chance zur Führung.
und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Die haben die Oberhand. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert's. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Brandowski. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Das könnte gefährlich werden. Hinterseher. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Schwache Aktion, Ballverlust. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Celozzi. Da war noch einer dran und deshalb nochmal Ecke. Das könnte schon die letzte Chance sein. Der pure Wahnsinn, was hier abgeht, das grenzt ja schon fast an Ekstase. Ja, das ist absolut beeindruckend. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff.